Ich möchte Sie ganz herzlich hier im Museum Wetziken begrüßen. Ich habe gesehen, es sind Leute von ganz weit weg, weil ich alle Nummernschilder von den Autos gesehen habe. Es freut mich, dass die Römer so ziehen. Und ich finde es ganz toll, dass wir heute unsere Ausstellung eröffnen können. Einer der Hauptgründe, warum wir die Ausstellung jetzt gemacht haben, sind Audios, die wir gemacht haben. Die hätten wir letztes Jahr veröffentlichen wollen. Dann ist aber der Wasserschaden dazwischen gekommen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, dass wir gewusst haben, dass wir Audiostationen bekommen für die Nägeli-Ausstellung und haben dann die jetzt gerade weiterverwenden können. Im Januar habe ich dann ein Mail bekommen von Rolf Müller. Er hat geschrieben, er hätte Objekte und vor allem eine grosse Müllsammlung. Herzlichen Dank dir, Gabi. Du warst Bannerträgerin, dass mir das ermöglicht worden ist, da meine Münzen und die Bagage auszustellen. Auch am ganzen Kader, ich nenne es jetzt mal so, vom Museum, wäre immer herzlichen Dank, dass mir da Gelegenheit gegeben worden ist. Dann der Orlando hast du erwähnt, er war der Nächste in meiner Chronologie. Er ist da, wo ich für das Bildliche zuständig war. Er hat mich dort auch ein bisschen geplagt. Zuerst gab ich gesagt, du Text. Übrigens, ich habe gar nicht gewusst, habe ich eine Wahl, dass ich mit dem Text mache, weil habe ich irgendwie erfahren. Und der Orlando hat gesagt, muss viel schärfer sein und viel kürzer. Und dann bin ich wieder drüber. Dann habe ich das irgendwann mal gehabt. Dann weiter in der Chronologie der Peter, der hast du erwähnt, der hat sehr viel geholfen mit mechanischen, technischen. Ein Beispiel, die Faske, die dort drin hängt. Jetzt, was ist eine Faske? Das ist das Bieli, das ähnliches Bieli, wie man auf dem St. Galler Wappen hat. Das war eigentlich das Zeichen von der Römischen Republik. Das wollte ich schon in Meilen machen und ausstellen. Das Zeug habe ich gekauft. Beschafft, um das zu machen und versucht zu basteln, ist mir nicht gelungen. Ich bin zum Peter an und gesagt, du, das ist ein Problem. 15 Minuten gefühlt ins Gang, hat er gesagt, schau, ist das gut so und jetzt hängen sie dort. Herzlichen Dank. Nur eins von vielen Beispielen. Dann jemand, wo mich recht kanalisiert hat und man könnte fast sagen, ein bisschen geplagt, aber im Guten, das Vreni. Ich bin mit meinen Flausen und Ideen bin ich gekommen und dann hat sie gesagt, das kannst du nicht so machen oder das musst du anders machen und ich würde so machen und ich habe die Idee. Herzlichen Dank, Vreni, du hast die Sammlung oder die Ausstellung wirklich kanalisiert und anschaubar und ansehbar gemacht. Habe ich nicht. Ich glaube alle. Ja. Ah ja, genau. Ja. Herzlichen Dank. Sie sieht man nicht. Sie ist im Moment, oder ich glaube, man sieht sie nicht, sie ist hier oben, vom Vorbereiten für den Apero, wo es gibt. Das ist ein bisschen römisch. Die Miri, gut, hast du mir es noch gesagt. Sie tut da helfen, sind wir sehr froh darum. Der Würzwein, der erwähnt worden ist, ich tue immer sagen, muss schnell eine Klammerbemerkung machen, römische Münzen sammeln ist ein Kapitel von meiner Leidenschaft, die ich habe. Meine Leidenschaft sind Römer. Und Münzen sammeln ist einfach ein Kapitel davon. Ich reise auch wegen der Römer, also an römische Orte. Ich sammle römisches Zeug da. Ich lese viel über Römer etc. Und ein kleines Kapitel ist, dass ich Würzwein mache. Ich mache den Wein nicht selber. Aber ich mache Würzwein und versuche den so zu machen, die Wein im Konditum, das ist Rotwein, den trinkt man warm. Und Mulsum, das ist Weisswein, den trinkt man kalt. Ich versuche den zu machen, wie man ihn etwa vor 2000 Jahren vielleicht etwa ähnlich gemacht hat. Man darf nicht als Weinkoster dort hingehen. Wo ist der Christoph? Schaut sie gerade hinten raus, sondern es ist wirklich ein Würzwein. Das muss man sich bewusst sein. Aber es gibt auch Leute, die den Wein trinken, die sonst nicht Wein trinken. Und man kann sagen, der Rotwein, der Wein und Konditum, das ist der Glühwein. Der heutige Glühwein ist die evolutionäre Verschlechterung von dem. Ja. Ja. Noch schnell zu mir, wie bin ich überhaupt zu Römer gekommen? Das ist
ich bin 8, 9 gsi. Und zu meiner Zeit, die einen kennen es vielleicht noch, es hat eine Fernsehserie gegeben, Daktari. Und dann hatte ich so Autöli und Spielfiguren und so und den Plausch. Und dann hatte es mal einen Nachbarsbub und der hatte Comic. Ich hatte auch Comic, aber so Cowboy-Comic, so Bessie, Buffalo Bill, Bonanza, wie es all geheißen. Und der hatte aber Asterix und dann habe ich gesehen, Asterix? Asterix als Legionär. Und dann habe ich super gefunden und dann habe ich eigentlich, ist fast der Kreis zu dieser Ausstellung, einen Tauschhandel gemacht mit ihm. Das sieht man dort ganz hinten, am Anfang der Ausstellung. Einen Tauschhandel, ich habe ein paar Daktari-Auto gegeben und er hat mir dann sein Comic gegeben. Und am Abend oder am Tag darauf war die Mutter von ihm. Und er sagte, du, stimmt das für dich? Eins Comics und so viele Autos. Und hat gestimmt. Und dann haben wir angefangen, wir als Kind, wir haben damit noch Cowboylet. Kennen wahrscheinlich die meisten noch da drin, außer meine Kinder, weil die Generation, die macht das nicht mehr. Cowboylet tut man nicht mehr. Aber wir haben noch Cowboylet und wo ich mit dem Römer haben wir angefangen Römerle und ich habe dann angefangen lesen über Römer und ich habe dann meine Eltern, habe ich ein bisschen dazu gebracht, dass sie mich da zu so Ruinen in die Umgebung bringen. Die hatten sehr Freude. Das haben sie dann gemacht. Ich bin grösser geworden, die Reisen sind weiter geworden, dafür haben die Eltern nicht mehr mitkommen. Da hatte ich Freude. Und irgendwann auf dem Weg habe ich meine Frau kennengelernt. Sie steht dort, sie hat damals etwas anders ausgesehen. Jetzt, mittlerweile, man sieht es, ist sie auch etwas romanisiert. Das ist mir gelungen. Und dann hat irgendwann in der Schule, das ist bevor ich die Frau kennengelernt habe, in der Schule hat ein Schulkollege hat eine römische Münze gefunden. Das hat mich sehr gefuchst, weil er hat sich überhaupt nicht interessiert für Römer und ich schon. Und er hat eine Münze gehabt und ich nicht. Und ich habe es dann versucht zu datieren und so, und noch nicht die Erfahrung hatte, noch nicht so klar gsi, habe es nicht geschafft. Aber ich habe dann auf der Geburt, auf die Weihnacht haben wir römische Münzen gewünscht und habe dann 5 Stück bekommen. Die findet man da auch, ich weiss sogar welche. Und das ist dann das Kapitel gsi von der römischen Münze. Am Anfang natürlich einfach auf den Geburtstag und auf die Weihnacht, da ist die Sammlung etwas grösser geworden. Da hatte ich in der Schule noch gar kein Geld gehabt und in der Lehre noch nicht viel. Und dann habe ich ja irgendwann mal nach dem Reisen verdient und habe Geld gehabt. Dann habe ich aber eine Frau gehabt, dann habe ich wieder. Okay. Ja, und dann. Und dann sind wir nach hinten gekommen und dann ist es noch schlimmer geworden. Mit dem Geld meine ich. Haben dann dafür Kinder auf die Reise gebracht. Ich wollte es romanisieren, die hatten sehr den Plausch gehabt. Da kann man fragen. Und irgendwann, ja, jetzt sind sie langsam älter geworden, jetzt kann ich wieder sammeln. Und dann habe ich angefangen, Museen anzuschreiben, ob sie allenfalls Interesse haben. Vor etwa 10 Jahren das erste Mal Pfäffiken, das war Bubi. Ich habe einfach Säckchen bekommen, die Münzen ausgestellt, viel mehr nicht. Also Pfäffiken Zürich, dann das letzte Jahr eben Meilen. Da bin ich verschrocken, wie gross das Museum ist. Aber, und dort habe ich sehr viel allein machen. Und da bin ich wirklich froh gewesen. Damals nochmal herzlichen Dank für eure Unterstützung, für die Mitarbeit, weil das ist wirklich gute Teamarbeit gewesen. Und ich finde, es stimmt auch, wie es rausgekommen ist. Also ich finde es hervorragend. Meilen, dort habe ich die Arbeitskollegen, die einen kennen noch, einen Arbeitskollegen, ist auch ein romanisierter. Klammerbemerkung, dort hinten ist ein anderer Arbeitskollege, ist auch romanisiert im Fall. Also wir sind da schon ein kleines Grüppchen. Der ist gekommen und hat damals seine Rüstung zur Verfügung gestellt. Das war ein guter Eyecatcher. Ich habe ihn damals für die Ausstellung auch gefragt, ob er will kommen. Dann hat er gesagt, es gehe nicht. Und dann habe ich gewusst, ja, es ist schade, weil so Rüstung, es gibt einfach etwas fürs Auge. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dann ist meine Frau länger in die Ferien und dann habe ich halt 2, 3 Sachen bestellt. Das kann nicht.
Ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und viel mehr möchte ich eigentlich nicht mehr sagen. Ich bin noch zwei, drei Minuten nachher da und dann kann man mich fragen. Das meiste ist angeschrieben, ist ein bisschen selbsterklärend. Eben, es hat noch so iPads, wo man zwei, drei Sachen kann lesen kann. Was es auch noch hat für die, die es interessiert, es hat so Booklets. Ich wäre froh, oder wir wären froh, wenn man die Booklets nimmt und braucht, vielleicht nicht verschreibt, aber wir wären auch froh, wenn die Booklets am Ende wieder da wären, weil sonst müssen wir immer wieder besorgen. Da habe ich einfach so Kapitel gemacht, das fängt hier bei der ersten Vitrine, schnell zum Sagen, jede Vitrine hat noch so kleine Geschichten, wo man da kann lesen kann, was etwa passiert ist in dem Zeitraum. Von dem her, die es interessiert, das sind die Booklets. Dann hat es überall noch so Heftchen, wo man Ergänzungen kann lesen kann. Eins ist da zum Beispiel, die finde ich ganz eine glatte Vitrine. Nochmal herzlichen Dank, Vreni. Da kann man genauer nachlesen, über was hat. Also steht einer da, wie viel kostet was und wer verdient was. Oder wie viel. Ich meinte, ich kenne keine so ausführliche Dokumentation über Verdienst und Preise wie das Heftchen. Ich hoffe, sie stimmt auch. Dann Gegenstand, das ist der Vorteil zu dem, was der Kollege in Meilen gebracht hat. Also die Schwerter und Speer und Helm, die kann man antöpeln. Man denkt einfach daran, das meiste ist eingeölt und sind vorsichtig mit den Kleidern. Und wenn ihr halt mal ein Schwert rauszieht, das ist nicht scharf, aber spitzig gleich. Und wenn es auf den Zehen geht, tut es halt auch weh. Und sind einfach vorsichtig. Ja, das wäre, glaube ich, alles. Habe ich etwas vergessen? Glaube nicht. Dann möchte ich noch schnell etwas sagen. Wir haben ja letzte Saison gekämpft mit zwei verschiedenen Handys und drei verschiedenen Apps, weil wir das erste Mal unseren Eintritt verlangen mussten. Wir sind jetzt wieder zurück zu unseren Wurzeln gegangen. Wir verlangen keinen Eintritt mehr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Woche habe, das Raiffeisen-Handy wieder zurückschicken und wir das ganze technische Zeugs nicht mehr brauchen. Aber wir wären froh, damit wir ein bisschen wissen, wie viele Leute das da sind, wenn sie würden im Gästebuch unterschreiben. Es langt einfach der Vorname. Wir gehen dann einmal durchzählen und dann will wir Ende Jahr einmal eine Statistik abgeben, wie viele Leute das da gewesen sind. Das wäre das eine. Und das andere ist, das Museum wird betrieben vom Verein, vom Museumsverein Wetziken. Also wer Lust hat, in der Nähe ist, darf gerne Mitglied werden. Es ist immer noch kostengünstig mit 20 Franken, wo so ein bisschen zeigt auch, wir haben ein bisschen einen Rückhalt in der Bevölkerung. Und dann würde ich überleiten zum Apéro. Der Rolf übrigens ist fast jeden Sonntag da. Also Sie können, wenn Sie im Sonntagsspaziergang sind, Sie können schnell hineinschauen und können ihn löchern. Weil das ist spannend. Ich habe wirklich von diesen Münzen, sehen für mich alle ein gleich aus, aber wenn der Rolf anfängt zu erzählen, dann entstehen Geschichten. Und das ist dann spannend. Dann kann man mir sogar mit dem Römischen Reich kommen. Also nehmen Sie die Gelegenheit wahr, auch heute Löcher zu ziehen. Ich glaube, es gibt keine Antwort, die du nicht hast. Du finde ich einen. Gut. Das ist auch gut. Das war ja niemand da. Ich habe noch etwas vergessen. Nochmal einen herzlichen Dank natürlich an unseren Kameramann. Gell? Auch der Michael. Sorry, ja. Michael. Dann noch etwas anderes. Es ist auch eine Frage, die immer wieder auftaucht. Woher kommen die Münzen? Woher stammen die? Ja, Geburtstag, Weihnacht. Aber woher kommen sie? Wer es wirklich brennend interessiert, kann man den Fabio fragen. Er ist da, er ist Numismatiker. Gefühlt ein Drittel von den Münzen, die da sind, sind denke ich, von seinem Geschäft. Dürfen wir so sagen? Also wer Fragen hat da hin, ich glaube, das ist Schleichwerbung, darf ich machen so. Herzlichen Dank auch für die Begleitung immer, auch durch das Thema. Und dann, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen außergewöhnlich, aber für das Vreni, den Peter, Gabi, Miri, Michael, Orlando, der nicht da ist, ich glaube, sind sie die Wesentlichen.
wäre noch froh, wenn wir euch einen kleinen Applaus geben fürs Helfen von mir.